Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connections Switzerland Event Video hier im Eurotrack Simulator 2. 4. Ich war gerade kurz verwirrt, aber das muss so. Es wirkte so, als ob das Mikrofon sich deutlich mehr gedreht hat am Mikrofon, aber ist nicht so. Genau, wir schauen mal, wohin es geht. Zürich, genau. Nice, auch mal eine neue Fracht, ein Mobilkran UTM SSD 833. Also, wir fahren erstmal nochmal ein kurzes Stück nach Novo Mesto in Slowenien. Und dann geht's mit 36 Tonnen nach Zürich zum Steinbruch für 33.317 Euro. Eine Fahrstrecke von 776 Kilometer. Plus die, keine Ahnung, 50, die wir jetzt noch ungefähr nach Novo Mesto fahren. Nice. Da freue ich mich drauf. Mobilkran. Noch nicht gefahren bisher. Da haben wir jetzt noch, genau, ja, gut geschätzt, 57 Kilometer zu Novo Mesto, wo ich noch nicht gewesen bin, nur da vorbeigefahren bin. Wollen wir mal hin. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Freie Bahn, möglichst schnell Gas geben, bevor es zu spät ist. Auch wenn da irgendwie sehr spät, vor allem wenn man Gas gibt, dann irgendwie überschaltet. Immer geradeaus. Werde ich gleich den restlichen Tag eigentlich damit beschäftigt sein, die Vita zu rendern. Wir haben jetzt gerade Freitag. Für mich ist gerade Freitag, für euch ist ja schon Montag. Ja. Immer geradeaus. Der Recap ist da. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Dann geht es hier entlang. Oh, wieder diese coole Abstand, wo auch ein Zug rüberfährt. Dann dürfen wir auch schon wieder 90 fahren. Also wir fahren jetzt ja wahrscheinlich auch wieder durch Österreich. Okay, da meint, wir fahren wahrscheinlich auch wieder durch Österreich. Ja, ich muss doch links, oder? Ne, ich muss rechts. Ne, ich muss links. Ja. Ich muss eben mich im Vormogel, ne? Also. It is what it is. Was wollte ich sagen, habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Ja. Also wie gesagt, bin halt auch übers Wochenende nicht zu Hause. Deswegen werde ich gleich nochmal ordentlich editieren und rendern müssen. An den stressigen Tag. Ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt. Ich muss echt nochmal gucken, weil ich meine nämlich eigentlich, dass ich sogar mit 48.000 Hertz und 320 kbps. Aufnehme. Nimm die Ausfahrt rechts.
Runter 40. Rechts abbiegen. Hätte ich besser machen können. Aber ich war gerade wieder zu drauf fokussiert, den Gedanken zu finden. Biege nach rechts Und ich glaube, dass das Problem war, weswegen ich einfach einen Tag, wo ich ja mehrere Videos eigentlich rausbringen wollte, weil ich jetzt weggehängt habe, was ich jetzt auch wieder ad acta gelegt habe. Das war, glaube ich, das Problem, erst auch mal in Novo Mesto, Road to the Adriatics 24 von 30. Ja, das war, glaube ich, das Problem, dass ich halt, also ich habe es dreimal probiert mit 48.000 Hertz, 320 kbps Audiobitrate zu rendern. Das wollte nicht nach dem Update von Wondershare Filmora. Was kein Problem war auf dem Laptop, deswegen hau ich das Schild hier um. Genau, es war halt kein Problem auf dem Laptop, wo ich ja auch Wondershare Filmora drauf habe und das Update da vorher, also bevor ich das hier auf dem Rechner installiert habe. Und nach dem dritten Mal habe ich dann jetzt probiert mit dem Tool von wegen, dass man direkt in Wondershare Filmora das quasi auf YouTube hochladen kann. So gesehen, dass es halt ein doppelter Prozess ist, also die ersten 50% sind der Konvertierungs- oder Rendervorgang und die restlichen 50% sind dann das Hochladen. Und da konnte man halt nicht auswählen, 48.000 Hertz und 320 kbps, sondern nur 44.100 Hertz und 41.400, was war das nochmal? Halt das standardmäßige, ne? Ich glaube 41.4. Und halt 192 kbps. Das hat dann natürlich auf Anhieb funktioniert und ich glaube danach habe ich. Das Video danach habe ich dann halt auch mit 41.000 und 192 gemacht. Weil ich wusste, es funktioniert, deswegen ich werde mal wahrscheinlich gleich gucken, ob ich das erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich das Video, was ich jetzt gleich noch zuerst rendern muss, damit es am Freitag hochgeladen wird. Nach links ab. Weil ich das einfach wieder mit 48k 320 mache. Biege nach rechts ab. Jetzt vielleicht nochmal schauen, ob Sie sind am Ziel angekommen. Ob ich denn auch so aufnehme, wovon ich eigentlich überzeugt bin. Warte, ich werde wahrscheinlich wieder zwei Lenkachsen hinten. Nach. Ja. Haben wir. Wollte mir eigentlich fast mal anschauen. Ja, danke. Ja, okay, nice. Mit dem Kranwagen. Sehr schick. Dann fahren wir nochmal an Ljubljana vorbei. Jetzt mal südlich an die Ljubljana. Dann geht's. Ja. Einmal quer durch Österreich durch, an Klagenfurt am Wörthersee vorbei, dann genau, die R2 fahren wir jetzt wieder hoch, von so Mesto aus, fahren wir eigentlich komplett durch, die dann zur A10 wird in Österreich. Die fahren wir natürlich weiter an Salzburg vorbei, dann geht es auf der A8 weiter an München vorbei, dann wechseln wir auf die A96, fahren dann nochmal einen kurzen Abschnitt auf der A14, wieder in Österreich.
Ja, der Weg ist ja auch länger, ne? Und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie da, weil dann fahren wir nochmal kurz die A13 runter und sind dann beim Steinbruch und müssen dann irgendwie irgendwo bei der Waage oder bei der whatever Zollamt schlafen. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Schöner ist der Tag und ich muss tanken. Moment, hä? Achso, der eine Kilometer. Ist doch irgendwie weird, dass ein Kilometer irgendwie Am Kreisverkehr zweite nicht zum Ausfahrt Trip nehmen. oder so dazu gehört. Wobei das ja eigentlich gekauft ist und eigentlich seitdem eigentlich das selbe Ergebnis haben müsste an Kilometerzahl. So, wir werden mal Vorfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Machen wir doch. Ich muss kurz den Absolute wieder anschmeißen, den nächsten. Also ich habe jetzt, wahrscheinlich war das die 615. Dann muss ich wieder scrollen und suchen. Haben wir 615. Dann wird das Detail sein. Ich habe mich da einfach mal beim Router WLAN ausgemacht und wieder angemacht. Am Kreisverkehr zweite Weil es heute wieder Ausfahrt. Probleme gab. Mit dem WLAN und deswegen Nimm dachte ich diese mir, okay. Ausfahrt. Machen wir das WLAN aus, weil das ist ja gerade eher das Problem. Und aktuell. Moment. Ne? Auf Holz klopfen. Läuft das wieder rund. Nächsten Kreisverkehr. Und dann geht's wieder auf die Bahn. Richtung Ljubljana und gut, sage ich nicht Kreisverkehr wirklich, aber. dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Schön. Aber ja gut, hab ich gleich noch ein bisschen was vor mir mit Rändern und so.
funktioniert auch gerade aktuell, ist, weil weiß noch, früher war das ja so, dass man irgendwie an einer bestimmten Anzahl an Abonnenten, glaube ich, also ich glaube, es war daran gekoppelt, dass man eine bestimmte Anzahl an Abonnenten braucht oder vielleicht auch Wiedergabezeiten, whatever, aber so eine bestimmte Marke, Zielmarke musste man quasi, eine bestimmte Hürde musste man erreichen, Zielmarke. Eine bestimmte Hürde musste man überschreiten, hat dann die Möglichkeit gehabt, vielleicht war es auch nur ein Partnerprogramm, der vorher früher drin, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich irgendwann dann gekoppelt an Abonnenten oder Wiedergabezeit oder irgendwie was, dass man drei verschiedene Thumbnails hochladen kann und dann quasi dann einen Test drauf macht, wer jetzt am besten ankommt. Das ist mittlerweile jetzt global, also ich habe gemerkt, wie gesagt, ich habe da glaube ich schon früher in einem Video darüber gesprochen, dass es auf quasi toten Kanälen zur Verfügung steht, also auf Kanäle, wo keine Videos öffentlich sind. War dann aber auch noch beim anderen Kanal, der dann, ich weiß nicht, ob es schon zu seinem Zeitpunkt oder ein bisschen später, wo auch Videos öffentlich, öffentlich habe und hochlade. Allerdings ist es halt nicht vergleichbar mit hier, mit diesem Kanal von Seidenspinne. So, da kann man einfach nur so, ne, Screenshot vom Spiel, wenn man ein neues Level erreicht hat. Und das reicht, das passt. Genau, und jetzt ist es auch hier auf dem Kanal angekommen. Das einzige Problem, was daran ist, das ist einfach das das VidIQ quasi KI Thumbnail Generator Bums kaputt gemacht hat, also es ist nicht mehr da. Vorher konnte ich ja dadurch die Thumbnails so ein bisschen generieren lassen, jetzt nutze ich gerade, oder bin ich gestern umgeschwungen, einfach so, ich dachte mir, okay, jetzt wenn ich den ähnlichen, einen vergleichbaren Stil beibehalten will, brauche ich was Neues. Hab dann ein bisschen geschaut und hab dann bei hab dann von Windows was gefunden, wo man halt irgendwie, ich glaube, was war das, 14 Tokens oder so pro Tag hat. Oder zumindest hatte man sie am ersten Tag. Aktuell habe ich gerade 10, aber ich glaube, ich habe ja auch nach quasi am Freitag angefangen. Also quasi für mich heute. Hab da einfach schon mal so ein paar. Hab's einfach so ein bisschen getestet, was dabei rumkommt, hab dann auch einfach um das Programm, um das Feature zu testen, mit den Tests, Thumbnail-Tests, habe ich einfach da von ein paar mir einfach gezogen und bei zwei Videos, das war eigentlich nur bei einem Video, beim anderen habe ich halt, wie gesagt, das eigentlich so gemacht, wie es besser wahrscheinlich sogar wäre, weil man halt da das Ingame-Teil sieht. Und das glaube ich bei solchen Open-Links dann doch schon eher sinniger ist als irgendwie so ein KI-gezeichnetes Bild. Ich glaube, das ist glaube ich die. Wie war das? Irgendwas mit Deep Image oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Auf alle Fälle halt die Windows-KI. Deswegen kann es sehr gut sein, dass halt auch vom Zeichenstil sich das deutlich ändert. Ich glaube, es ist. Ich würde schon fast behaupten, dass das von VidIQ vom KI-Bot, also von der KI, dass die Zeichnungen doch schon mehr. Wenn es denn so ein bisschen mehr Cartoonig-spielmäßig waren, also was weiß ich, man hatte halt schon doch schon, ne, so mehr ein Zeichen
Zeichenstil noch so drin erkannt, so nach dem Motto, dass es halt nicht jetzt wie ETS 2 so gesehen ist, sondern halt so ein bisschen weich gezeichneter. Und ich finde doch schon, das von Microsoft, das ist dann doch schon ein bisschen so eine Art Fotorealismus so ein bisschen. Also ist halt schon mit viel Details und Schatten und Spiegelung, glaube ich, mehr gearbeitet. Ist allerdings nicht ganz. Ich muss allerdings dann noch irgendwie in Kane weiter noch irgendwie ein bisschen groß ziehen, weil man warum auch immer nur boah, was war das? Es ist glaube ich nicht 1080, sondern 1074p oder so ein Quatsch. Aber mal schauen. Ich hoffe, es kommt bald eine Tanker. Weil ich muss auf jeden Fall tanken. Ich glaube, der Baukran aus dem Dings, aus dem JCP-Pack kommt. Wobei, war eigentlich ja nicht, weil dann wäre das ja in der Frachtbeschreibung auch mal drin. Nee. Aus dem UTM. Wahrscheinlich dann aus irgendeinem Heavy Cargo Pack, I guess. Mal schauen, ob ich genügend. Also ich habe jetzt glaube ich gleich pro Video, also pro Freitag, Samstag, Sonntagsvideo habe ich glaube ich nur 3 Versuche Zeit. Also nur 3 Versuche. Um passende Thumbnail-Bilder zu bekommen. Jetzt nach Österreich. Okay. Da kommen wir nicht ganz runter. Werden wir nicht runter gebremst. Leider. Wieder Stoppschild. Freie Bahn. Geradeaus. Ja, nee, nach Ljubljana wollen wir nicht. Jetzt ist doch noch ein bisschen wieder zu sehr nach links gezogen, wie ich dachte. Schon schön, wir haben keine Überbreite. Das ist auch mal auch schön. Ist mir jetzt erst aufgefallen, aber sehr schön. Ist auch nice, dass wir wieder hier über die Dings-Tunnel fahren. Schon wieder an der Baustelle vorbei mit dieser Fracht. Super.
weiß, dass ich einen dringenden Tankvorstand habe. Kommt doch bestimmt gleich eine Tanke, oder? Ah, da vorne eventuell. Da, wo das Navi aufhörte. Was anzuzeigen. Wofür braucht denn der Steinbruch jetzt einen mobilen Kran? Na gut. Entweder um was zu bauen oder da ist irgendwas liegen geblieben und wir brauchen einfach einen Kran, um irgendwas wieder aufzurichten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kein Problem. Folgen wir ihn einfach mal. Route. Von ob hier lang. Ich glaube, wir hätten noch rechts lang gekonnt. So gut, ne? Also bei Dings vorbei. Eins, zwei. Ich glaube, genau, bei Vid IQ Bot, bei der Vid IQ KI wurden pro Versuch 3 Thumbnails angezeigt. Oder drei Fotos angezeigt. Jetzt bei Microsoft, bei der Microsoft KI sind es 4 pro Versuch. Gut, da ein bisschen mehr ausweichen natürlich, wenn ich jetzt nicht Samstag weg bin und Sonntag wiederkomme. Ja, weiter nach Salzburg. Also was an mir ging, dürften wir auch ein bisschen schneller wieder fahren. Scheinbar ist es verboten. Okay, es ist nicht mal 347 Kilometer nur noch. Kommt hier noch mal eine Tanke? Erst hinten bei Salzburg. Was in... Super. Was zu weit ist. Ja, gut. Dann muss ich ja eigentlich einen kurzen Abstecher hierhin machen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Wir fahren los. Weil sonst schaffe ich das nicht. Also jemand anderen, du dürftest wohl eigentlich schneller fahren. Jetzt dürfen wir sogar tatsächlich 80 fahren. Der Wahnsinn. Ich schätze mal, es ist einfach nur ein Bug. Also was ist ein Bug? Einfach ein Fehler, dass da die 80er-Zone schon früher begonnen hat. Dass man da einfach... Also entweder quasi, ne, ein bisschen Fehler hier im Navi oder halt quasi ein Fehler auf der Straße oder so. Rechts halten.
schön hier mit dem Tal. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, wahrscheinlich 60 und nicht 50 oder 40. Da geht es aber Richtung Großglocken, ne? Aber da fahren wir jetzt nicht lang. 80? Nee, ich bleib bei 60. Nein, danke. Ich möchte mich nicht querlegen. Jetzt können wir mal Gas geben. Wir haben den großen, schärfsten Teil der Kurve durch. Ach, wieder schön hier mit den Bergen, während wir durchs Tal fahren oder ins Tal hinein. Okay. Und wieder unter 50. Da sind wir in Lehndorf. Weiter geradeaus und dann rechts, ja. Zur Tanke. Hoffentlich ist die Tanke groß genug für uns. Aber sieht so aus. Aber cool hier mit dem Fahrradweg rechts. €1,75. So, jetzt waren das 801,64 Liter für 1403 Euro. Dann geht es wieder zurück auf die Bahn. Okay, lass uns eine neue Route finden. Na schon, ich bin jetzt so ausgefahren, nicht anders. Demnächst rechts abbiegen. Dann geht es wieder Richtung Salzburg auf die A10. Biege nach rechts ab. Halten, oder? Ja, gerade so. Bitte links halten. Schon lange dabei. Bin ich schon lange dabei. So, die Kurve hinten ist auf alle Fälle deutlich enger, deswegen geht es mal runter auf 60, um gleich runter auf 40 zu kommen. Angeblich sind es sogar 60 hier, aber ich fahre hier lieber mit 40 hoch. Da kann nichts passieren. Und wenn dann doch mal was passieren sollte, dann lag es nicht an der Geschwindigkeit. Salzburg,
300, nee, 149 Kilometer. Oder war das 109? Eins von beidem. In den Tunnel bergauf. Auf, ich könnte eigentlich auch mal gucken, ob, wobei ich könnte auch Photopia nutzen. Weil ja Photoshop nicht funktioniert hier auf dem Dings, auf dem Rechner, oder nicht mehr will. Und ich gucke, ob es noch auf dem, ich habe es hier, es war auf dem Laptop drauf, aber ich habe es runtergeschmissen, um mehr Platz zu haben fürs Rendern. Und da war ja was. Halten. Können Sie mal einfach durchfahren. Sehr schön, Maul von 19 Euro bezahlt. Dann können wir wieder versuchen, langsam raus zu beschleunigen. Ja, man steht sich ein bisschen Gewicht hinten dran. Mit 36 Tonnen. Hier sind wir noch, alles da. Stimmt, ich muss auch noch. Mache ich das denn heute? Mit der Daily oder mit der Weekly in der neuen Zone oder versuche ich durchzurushen? Bei dem Event. Ich sehe auch eine Mischung aus beidem. Ich spreche gerade wieder ein bisschen von der Orbiter. Weil ich dann das eine. Ja, okay. Ich glaube, ich mache heute Weekly und versuche noch ordentlich alles an Dings zu laufen vom Jubilee Event und die eine belastend stimmt, gestern habe ich nicht, ja gut, und ich muss halt nochmal die Weekly da machen, die Daily machen vom Event, damit man hier den Drachen bekommt. Den Legendary Mount mit 4 Insignia Slots. Einen Tag habe ich verpasst, Samstag verpasse ich auch, also muss ich heute. Das muss ich heute auf alle Fälle machen. Und dann vielleicht auch noch am besten die Weekly, damit ich die nicht Sonntag machen muss, wenn ich wieder da bin. Der wird ja eh schon da sein, der Transporter als ich, weil ich gerade noch den Momentum habe vom Berg runterfahren. Und sobald das Berg aufgeht, wird es eventuell eng. Klassisches Elefantenrennen hier.
gar nicht, ob es in Wohlfahrtszone ist oder nicht. Geil, die Verkehr fällt gut auf. Oh Gott. Das Problem ist, Tara ist anders rausgekommen. Ich weiß zwar nicht, ob ich sie auf dem Rechner spielen könnte, vom Prinzip her. Aber das ist ja jetzt seit Freitag draußen. Also seit für mich heute. 21. war es ja, glaube ich, ne? Heute haben wir den 21. Ja, am Freitag kommt es raus. Da werde ich das auch nicht zu kommen. Einfach, weil. Für erst am Donnerstag zu kommen, wegen des Events von Neverwinter. Gott. Ich drücke jetzt mit runter, damit ich an ihm vorbeikomme. Dürfte wahrscheinlich jetzt schon der Fall sein, weil ich zu weit rechts rüber bin für die KI. Ja. ...6:40 und 3 Stunden. Ich muss auf jeden Fall nochmal pennen. Alles da. Machen wir doch am besten jetzt, würde ich sagen. Oder wo sind wir hier? In der Nähe von Salzburg. Okay, dann fahren wir noch eine weiter. Fahren wir eine weiter, machen das dann. Der einzige Grund dafür ist, weil wir gerade hier noch bei Salzburg sind. Ist ja schon das nächste. Okay, meint. Ja, okay, da geht ja sogar schon hier. Ne, wir fahren aber noch weiter zur nächsten Tanke. Würde ich sagen. Also schon Deutschland. Oder ist die Tanke schon wieder nah bei München? Ist ja auch schon wieder nah bei München. Dann machen wir es doch jetzt hier, weil wir dann doch schon eher außerhalb von Salzburg sind und noch nicht zu nah in München drin. Na, schaue ich nochmal kurz das Spiel neu. Und eventuell ein bisschen. Ah, wir sind wieder beim Chiemsee. Perfekt, wie beim letzten Mal. Neue Route finden. Dann hauen wir uns mal hin und fahren dann gleich weiter. So. Rundumleuchte wieder an nach Neustadt. Fertig zum Losfahren. So sieht's aus. Licht auch nochmal anmachen, damit wir das automatische Licht haben. Da haben wir noch 400 Kilometer durch Deutschland nach Zürich.
jetzt auf in den Sonnenuntergang hinein. Die Sonne ist ja schon eigentlich auch schon untergegangen. Haben vielleicht auch gar keinen Schlafplatz gleich, also vielleicht können wir auch einfach beim Steinbruch gleich bei Zürich aufhören und von dort aus dann am Mittwoch weiterfahren. Hier. Falsche Richtung geblickt. Perfekt. Und wir links halten. Wir wollen nämlich nicht nach Rosenheim. Bitte links halten. Aber jetzt rechts über. Mal, dass dann ich nicht wieder Internetprobleme habe am Tage, über Nacht, whatever. Die Tage, weil ich habe es wieder aktiviert. Ja, Gott sei Dank. Vergessen mich meistens nur, wenn der Rechner neu geschadet ist. Weil ich neu starten, gezwungen bin, ihn neu zu starten. Weil das Internet nicht funktioniert oder whatever. Wo er nicht ankommt. Dass ich dann aber gerne mal vergesse, wie teuer Chat zu starten. Okay, bei München West jetzt raus. A96, 300 Kilometer noch bis zum Steinbruch von Zürich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, schon mal auf 60. Die Ausfahrt rechts. Gehen wir runter auf 50. Bei 60 sind, glaube ich, auch in Ordnung. Dann können wir mit 60 lang halten, kurz den Verkehr auf, bis wir den Scheitelpunkt der Kurve überschritten haben. Und beschleunigen dann wieder raus.
sicher ist sicher. Denn aktuell. Jetzt muss ich hier Platz schaffen. Denn aktuell sind wir nicht mal so ganz auf dem verfluchten Profil. So. Jetzt habe ich es zwar ausgesprochen, aber ich habe auch voll zu klopfen. Kann ja nichts mehr schief gehen. Famous last words. Vorletzte, ist das der vorletzte? Ne, ich glaube der vorvorletzte Upload von dem einen Dings. Von dem anderen Kanal ist gleich durch. Wenn ich dann da bin. Sehr schön. Könnte ich mich eventuell, wenn ich Zeit dafür habe, da noch ansetzen, weil ich bezweifle, aber eigentlich auch nicht verkehrt wäre. Wenn ich zumindest an das andere mich schon dran setze. Okay, das kann ich löschen, das kann ich löschen. Und ich muss auf alle Fälle. Shit, wenn ich. Ich muss, was ich heute noch downloaden muss, downloaden. Ich muss das eigentlich für morgen auch noch downloaden. Also ich muss schon noch mindestens 6 von den Backups für die externe nochmal runterziehen. Also. Wird noch intensiv bei dem Runterladen. Und da ich wahrscheinlich auch eher damit beschäftigt bin, nicht jetzt die großen Teile hochzuladen, mache ich dann vielleicht morgen, sprich Samstag, dass ich die ansetze. Zum Backuppen, dass ich dann noch ein paar kleine runterziehe, bevor ich die großen runterziehe. Wäre keine schlechte Idee. Und dann kann ich die vielleicht auch hochladen. Bitte links halten. Da geht das zumindest ein bisschen schneller mit dem Hochladen. Weil die nicht so groß sind und nicht so lange sind. Und die Backups zu haben sind auch wichtig. Eigentlich schon essentiell wichtiger. Zumindest für den Kurzzeitraum.
können wir schnell auch wieder rüber gehen, oder gleich? Ja, dauert nicht mehr lange. Dauert nicht mehr lange, dann sind wir wieder in Österreich. Ich würde schon fast sagen, dass dieses Event echt schon eins der kilometerreichsten Events ist, oder? Also ich schätze mal, dass ich noch so auf 20.000 Kilometer komme. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vor allem finde ich ganz wenig. Nix im Vergleich, so. Nichts im Vergleich zu Dings, zum letzten Event, ah ne, Moment, das war das Horn Hearts Event, sag schnell zum Christmas Winterland Event, das war ja wirklich fast nichts gefahren. Nimm die Ausfahrt rechts. Und jetzt wieder Richtung Bregenz. Bitte links halten. Bregenz Zentrum mehr oder weniger. Soll ich ein bisschen beschleunigen hier? Demnächst links ab. Ja, sind wir. Ab. Jetzt sind wir schon wieder in Bregenz. Da kommt wieder jemand. Drei Stück oder vier, dahinter noch einer, glaube ich. Okay, hier kommt doch keiner mehr. Sieht frei aus. Das ist auch echt ein
ein cooles Willkommens. Ein Graffiti? Wahrscheinlich. Immer geradeaus. Geht's hier, glaube ich, wieder durch St. Marienhöfe? Was war das? Gänzberg, nee, St. Margareten. So war das. Zumindest. Oh, der Zoll. Immer geradeaus. Höchst. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Scheinbar nicht. Biege nach links ab. Was guckt es gerade? Ja, es kommt noch. Aber ja. Genau den meine ich. Hier sind wir natürlich bei Zoll Höchst. Wir noch in Höchst waren. Demnächst rechts abbiegen. Und jetzt sind wir beim Zoll St. Margareten. Zoll St. Margareten. Rechts abbiegen. Und dann links abbiegen. Lässt mich, wie nett von ihm. Biege nach links ab. Fracht, zum Glück nicht. Ist ja auch immer so viel extrem viel Eckelverkehr ist. Nice mit dem Glitzer Terminal. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Perfekt. Also schwere Bahn. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen.
geht rechts rum. Nimm diese Ausfahrt. Weil ich gerade so abgelenkt, dass rechts umgegen. Weil ich nie von links rum ausgegangen bin, aber rechts rum ist natürlich richtig. Kostet natürlich jetzt auch wieder ordentlich, was ich jetzt zusammengefahren habe. Ja. Zu früh gefreut. Das kostet jetzt wahrscheinlich auch so wieder 20.000. Aber gut, immer noch ein Plus. Da ist die Hauptsache. Fracht ist auch noch heiler, also die noch besser. Da bin ich jetzt nochmal spannend und wild. Oh gut, ist ja direkt dran. Ich dachte, wir müssen nochmal ordentlich was fahren, aber das ist ja direkt an der Autobahn. Der Steinbruch. Biege nach links ab. Bahn. So halbwegs freie Bahn. Oh, da steht sogar jemand draußen. Nice. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh. Okay. So ein Scheinbruch. Nice hier mit der Durchfahrt. Sehr schön. Ah, cooler Scheinbruch. Ich muss tatsächlich schon wieder schlafen. 2 Stunden. Schlafen wir dann? Ja, guck mal, okay, fahren wir da hinten hin. Fahren wir mal kurz runter und schlafen dann. Hier endet es. So, dann muss ich hier normal rein. Nein, rückwärts rein. Drücken wir eine Runde. Oben lang zum Drehen. Ich drücke ihn auch hier vorne rum, ne? Ah. Ich muss oben rum.
Gehen wir nochmal eine extra Runde mit dem Baukran. Nächsten Mal ja auch wieder gleich darunter lang fahren und dann müssen wir raus und dann haben wir einen kaputten LKW, dann wird wieder gemeckert beim Zoll. Einbrechen. So, dann können wir die Blinke ausmachen und laden wir die Fracht ab. Ausgezeichnet. Oh, jetzt haut das schon wirklich weh. Keine Ahnung von was und. Ah, na, dann noch die anderen sagen. Mobilkran UTM SD833 von Novo Mesto nach Zürich geliefert. Gefahrenstrecke 883 km, Dauer 1 Stunde 19. Verbrauchter Kraftstoff 540 Liter knapp. Das war der 213. erledigte World Trucks Auftrag in ETS 2. Es gab dafür 33.317 Euro und 1.354 Erfahrungspunkte. Und wie gesagt, wir fahren nochmal kurz hier runter. Zum Pennen. Gut, Auswahl werden wir nicht viel haben, sondern eigentlich nur vom Steinbruch. Also wahrscheinlich muss ich nochmal gen Zürich fahren. Im nächsten Video. Lass uns loslegen. Hier in der ETS2. Vielleicht haben wir auch Glück und haben wir was vom Steinbruch, was nicht nach Italien geht, nicht nach Frankreich geht, nicht nach Niederlande geht, nicht nach Belgien, nicht nach Niederlande waren wir gar nicht, oder? Also nicht nach Italien, nicht nach Frankreich, nicht nach Belgien, nicht nach Luxemburg, nicht nach Deutschland, nicht nach Spanien. Nicht nach Slowenien und nicht nach Österreich. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir können ja einfach gleich mal, wenn wir da sind, beim Zoll gucken, was für Aufträge wir bekommen. Also von welchem, ob wir nur vom Steinbruch was bekommen oder auch was irgendwie noch in der Zone sind von was anderem. Ich bezweifle es. Links abbiegen. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
demnächst rechts abbiegen. Aber wie gesagt, schauen wir gleich mal. Nach rechts ab. Dann sind wir auch später mit zur Land. Können wir mal schauen. Bitte rechts halten. Was da an Aufregung sind. Sind, whatever. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich glaube, ich hätte hier links gemusst. Nicht erst hier. Das war eine schöne Fahrt. Na gut, geht ja auch von hier aus. Noch mal so ein bisschen sowas, dass noch ein bisschen was aussieht. Ah, na gucken wir mal. 305.500 haben wir mittlerweile wieder. Und ich glaube, es wird nur was im Steinbruch geben. Ja, sieht nur nach Steinbruch aus. Wir werden aber nach Polen. Das ist ja auch schon mal gut. Scheinbruch. Oh, sogar unterschiedliche Farben. Nice. Also ja. Ne? Nur Steinbruch. Auswahl ist nicht ganz so groß, aber prinzipiell könnte man Glück haben. Also Daumen drücken für die nächste Fahrt. Wir sehen uns wieder entweder hier im Ortmaximaler 2 vom Trade Connections Switzerland Event oder vom Cruising Nebraska Event im American Joy Simulator. Alles gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.